Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dunkle Schatten. Beim letzten Mal haben wir Garagash aus Versehen befreit, obwohl wir gar nichts gemacht haben, laut Aussage von Alex selbst. Und jetzt sind wir hier auf Weltreise. Ich weiß auch im Moment gar nicht mehr, was haben wir denn noch alles? Heiltropfen, was machen die? Okay. Komischer Trank gibt die ganze doppelte MP-Generation. Okay. Ich glaube, ich heb mir nur noch auf, bis ich ein viertes Mitglied habe. Und dann teste ich den mal. Keine Ahnung. So, zählt haben wir noch Engelstrank, Ether, Tonic, Elixier, Gegengift. Eine Straßenkleidung, die kann auch noch verkauft werden. Naja. Jetzt möchte ich erstmal diesen Teil hier noch durchsuchen. Eine Seekrabbe erscheint mir. Geil. Bohlen. Was macht das nochmal? Zerstört die Rüstung des Gegners. Warten wir mal lieber. Einfach mal angreifen. Die greift auch einfach mal an. Und du? Ist eine Seekrabbe. Vielleicht macht Feuer was. 8 und 7. Oh, das ist nicht effektiv. 13. 35 ist effektiv. Das hat gereicht. 20 Fehler. Okay. Komm schon, irgendwas noch? Nein, da ist 2 gelbe Nattern. So, ich mache mal ein bisschen Wasser. Oh, ausgewichen. Ah, aber das reicht. Wir sind also offenbar stark genug, die zu besiegen. So, das sollte jetzt ausreichen. Die Linien sind nicht sehr stark, tatsächlich. So. Hier ist nichts. Okay. Dann gehen wir mal in die Stadt rein. Oha. Lana. Du findest einen Engelstrank. Geil. Okay, da ist Alex' Mutter. Mutter. Alex. Lana wurde angegriffen. Die Monster zerstörten die Häuser und töteten die Menschen und ihre Tiere. Aber es gibt noch Überlebende. Darf ich das D? Suche sie, mein Sohn, und rette sie. Sag, Mutter, der Name des Dämonen lautet Garagash, nicht wahr? Ja, das hast du sehr gut kombiniert. Garagash ist ein mächtiger Dämon, der die Zerstörung der Welt will. Er ist so mächtig, dass er Monster erschaffen und befehlen kann. Um ein Monster erschaffen zu können, braucht er die Seele eines Lebewesens. Je stärker dieses Lebewesen ist, umso stärkere Monster kann Garagash erschaffen. Deswegen will er alle Menschen vernichten, um so eine riesige Armee aus unbesiegbaren Monstern zu erschaffen. Mutter, ich bin schuld daran, dass der Dämon frei ist. Ich ganz alleine. Ich bin schuld an der Vernichtung alles Lebens. Mein Sohn, das Öffnen der Kiste war ein Fehler. Doch du konntest ja nicht ahnen, was du anrichtest. Und jetzt hör auf, in Selbstmitleid zu versinken. Es ist noch nicht alles verloren. Du und deine Freunde, ihr müsst Garagash aufhalten, bevor er auch mit mir ein furchtbares Monster erschafft. Mutter, nein, das werden wir nicht zulassen. Wir werden diesen Dämon vernichten. Ja, das werdet ihr. Jetzt müsst ihr aber erstmal die Überlebenden retten. Ja, wir gehen sofort los. Hey, nicht so schnell. Vorher speichere ich noch euer Vorankommen und heile eure Wunden. Bast. Okay. Mal sehen. Lol. Keine Ahnung, ob das ein Bug ist. So. Wir kommen zu spät. Sie sind alle tot. Da ist nichts. Gehen wir mal in das Haus rein. Okay, das geht gar nicht.
Was? Kleiner Dämon? Ja, ja, wartet mal. Lebensklinge gibt Tapir in die ganze Gruppe. Oh, das ist geil. Ich glaube, da werde ich sogar ein bisschen darauf sparen und nur normal angreifen. So, mal testen, was da am meisten Schaden macht bei denen. 36, okay. Feuer zaubern die. Na gut, dann Angriff, Angriff und jetzt mal Feuer testen. Nur. Okay. Okay, Christine könnte jetzt dann sterben. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, einmal überlebt sie noch. Donner! Ja, der ist im 19. Bisher ist Eis am wirkungsvollsten. So, Wasser. Und 12. Immer noch Eis. So, jetzt sollte ich ein Tonic nutzen. Oh, oder ich nutze es gleich. So, 105 Fila. So, Tonic. Na gut, dann geht es hier nicht weiter. Da unten ist noch ein Skelett, aber da ist nichts. Na gut. Dann, ach, hier komme ich auch nicht weiter. Da muss ich so außen rum. Da ist nichts. Da unten liegt noch ein Skelett. Ein geflügelter Albtraum erscheint. Da will ich auch mal testen. Vermutlich Eis wieder. Oh, nicht ausweichen. 32. So, Feuer. Macht wie viel Schaden? 8 nur. Weil er selber Feuer zaubert. So, Donner. Okay, Donner konnte ich nicht mehr testen. So, 40. Was haben wir hier? Nichts. Da liegt jemand. Wir kommen zu spät. Sie sind alle tot. Da kann ich auch nicht rein. Ah, zwei kleine Dämonen. So, was hatte ich schon probiert? Dann versuche ich jetzt Erde. Kritisch! Geil. 20. Ist besser als die anderen, aber noch nicht so gut wie Eis. So, Dunkelheit. Wird vermutlich jetzt gar keinen Schaden machen. Obwohl, es sind ja Feuerdämonen irgendwie, glaube ich. 19, okay. Oh, ist blind. Geil. Dann habe ich noch Heilig. Das letzte. Komme ich noch dazu? Nein. Heilig muss ich noch ausprobieren. Bisher ist Eis am wirkungsvollsten. Wir kommen zu spät. Sie sind alle tot. Okay. Da könnt ihr vermutlich wieder raus. Ein geflügelter Albtraum. Schon wieder. So, Donner. Donner macht nur 17. Wurde geschockt. Geil. Dann Wasser. Oh, nicht ausweichen. Wasser macht... Oh, nicht ausweichen. Ich muss doch wissen, wie viel Schaden das macht. Weicht schon wieder aus, aber da kritisch. Und 13 ist auch nicht effektiv, aber hat gereicht, um ihn zu töten. 40 Fehler. Lol. Okay, ein Seelenfresser. Wieder was Neues zum Testen. Hm? 31. Ich glaube, das ist irgendwie bei Zauberschock. Das ist irgendwie bei denen allen gleich. Feuer. Und 12. Stumm 2. Ha! Okay, Amari, das ist stumm, aber das ist auch nicht schlimm. So, Donner. Er lebt noch. Und 19. Okay. Immer noch Eis am besten. 50 Fehler. Na gut, dann da weiter. Ein Seelenfresser. Gut, Donner war jetzt nicht sehr effektiv. Versuchen wir mal Wasser. Was ist auch nicht sehr effektiv? Eher normal.
Oh, Christine ist ausgewichen. Das ist gut. So, Erde. Wie viel Schaden macht Erde? 16. Zaubert schon wieder stumm. So, dann Dunkelheit. Ah, da komme ich nicht mehr dazu. Okay. Zwei kleine Dämonen. Da war ich ja schon komplett durch, außer Heilig. Mal sehen, was macht Heilig wie viel Schaden? 50! Alter, geil! Wir zaubern jetzt nur noch Heilig. Ist auch um einen Punkt billiger als Eis. Ah, und jetzt muss ich gar nicht mehr zaubern. 70 Filler. So. Da. Das Haus vielleicht ein Seelenfresser. So, ich weiß, ich hatte Erde schon gebracht. Bei dem versuchen wir mal Dunkelheit. Aber ich glaube auch, Heilig ist bei dem. Ich glaube, die sind alles Dämonen und deswegen macht Heilig bei denen am meisten. Oh, 41. Ja, und geschockt auch noch. Ja, ich glaube, das sollte ausreichen. Okay, er hat nicht ausgereicht. Aber der zaubert eh nur einen Sturm. Er hatte höchstens noch 6 Lebenspunkte. War also knapp. So, da komme ich nach links rennen. Wieder ein Seelenfresser. Heilig! Und 41. Und geschockt. Nicht länger geschockt. So, mal sehen, ob es jetzt vielleicht klappt. Wieder nicht. Schade. Amariel wurde geschockt, aber das ist nicht schlimm. Wie sieht es denn mit den Lebenspunkten aus? Oh, Christine sollte ich vielleicht mal was bisschen geben. Hier vielleicht auch noch und das war's dann. Okay. Ah, hier komme ich nicht durch. Aber da kann ich rein. Erstmal hier nachsehen. Wir kommen zu spät. Es sind alle tot. In das Haus mal rein. Ganz schön heiß hier drin. Wir kommen zu spät. Sie sind alle tot. Okay, so komme ich wieder raus. Ich komme da also nach links nicht rein, so wie es aussieht. Zwei Seelenfresser erscheinen. So, gleich mal fertig machen. 48 und geschockt. Zaubert der Schock. Aber wir sind ausgewichen. So, und jetzt machen wir den zweiten. Denn ich hoffe, der stirbt jetzt. Ja, er stirbt. Ah, oh, diesmal nur 38, aber er wurde geschockt. Einfach nochmal. Und? Was, er lebt noch? Okay, der hatte noch viel Leben, aber jetzt nicht mehr. Kritisch. 100 Fehler, hä? Okay. Wieder zwei Seelenfresser. So, einmal den da. Was? Du kannst doch nicht einfach ausweichen. Beide zaubern stumm. Okay, ich mache jetzt einfach mal den zweiten. Bei der, da kriegt dann eh schon genügend Schaden durch die normalen Angriffe. Sollte ja zumindest. Wurde geschockt. Stumm 2. Amarie verstummt. So, und dann einfach nochmal den zweiten mit Heilig killen. Der hoffentlich... Nein, der lebt noch. Der lebt auch noch. Okay, aber ich glaube, ich krieg jetzt beide mit normalen Angriffen down. Versuchen wir es mal. Okay, der ist ausgewichen. Der lebt ja immer noch. Okay. Christine wurde geschockt, na toll. Der lebt immer noch.
Er hatte keine 7 Leben mehr. Vielleicht hätte ich den zuerst angreifen sollen. Egal. Amari hat Level 15 erreicht. Christine auch. Und hat Eis 2 gelernt. Geil. Gleich mal ansehen. Fähigkeit. Eis 2. Stärkerer Eisangriff auf einen Gegner. Kostet aber 12. Also mehr als das Doppelte. Und ich glaube, das ist bisher auch nicht nötig. Das sind 2 Fässer. Seelenfresser. Aber wisst ihr was? Ich möchte die Animation mal ansehen. Und mich interessiert auch, wie viel Stärke er ist. 63. Also das Doppelte fast. Ich bleibe dennoch bei Heilig. Denn Heilig macht fast genauso viel und kostet nur ein Viertel. Also genauso viel an Schaden. Und kann zusätzlich noch schocken. Tja. Oh, lebt immer noch. Christine wurde geschockt. Naja. Nicht so schlimm, wir töten ihn sowieso. So, 100 Fila. Okay, da unten sind Fässer. In diesem Fass liegt irgendetwas. Findest einen Engelstrank. Geil. Okay, gehen wir mal nach oben. Da unten komme ich sowieso nicht. Aus irgendeinem Grund nicht hin. Ach, Moment mal, hier liegen Leichen. Du findest 2 Tonic. Das war's. Okay. Gib mir wieder runter. 2 kleine Dämonen erscheinen. Heilig. Bei denen machen wir, glaube ich, auch mehr Schaden. Und vor allem, da ist einer sofort tot. Viel besser. Die Seelenfresser halten also echt mehr aus. So, 70 Fehler, aber dafür geben sie auch mehr Erfahrung und mehr Fehler. Naja. Wieder 2 Seelenfresser. Okay, oft mehr kann ich nicht beheiligt anwenden. Dann müssten wir zu Alex Mutter zurück. Mal kurz Mana auftanken. Jetzt weicht der echt aus. Und Christine war geschockt. Na toll. Stumm. Alle ausgewichen. Gut so. Wieder stumm. Alle ausgewichen. So, mach mit mal den da. Ja, da müsste eh gleich sterben. Ja, kritisch. Kritisch ist immer gut. Ach, du sollst nicht aus. Die weichen dauernd aus. So, jetzt kann ich nur noch einmal Heilig dann anwenden. Wurde geschockt. Die beiden, die sind wirklich sehr oft ausgewichen. Hatte noch mehr als 10 Lebenspunkte, aber keine 21 mehr. Also keine 22 besser gesagt. Alex hat Level 15 erreicht. So, dann gehen wir mal raus. 2 kleine Dämonen. Ja. Bye bye, Mana. Die restlichen müssen wir dann so töten. Aber ich kann damit Alex noch ein bisschen paar Skills anwenden. Ja, feuert. Feuer ist nicht gut. Kritisch ist immer gut. Zumindest wenn wir kritisch treffen. Wenn wir getroffen werden, kritisch ist das nicht gut.